Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Alien, die Wiedergeburt auf der PlayStation 1. Wir sind jetzt bei Teil 7 angelangt. Teil 6, ja. Wir sind ein wenig weitergekommen. Es gibt nicht allzu viel zu berichten. Ich wurde schon wieder befruchtet, weil da 5 oder 6 auf einmal waren. Ein Alien Gangbang. Also von den Facehacker her. Und das einzige, wir sind dann auf Sicherheitstüren gestoßen, die nicht aufgehen wollten, und wir finden immer mehr Leichen vom Personal, haben auch kurzzeitig gegen das kämpft und haben auch gesehen, wie einer vor unseren Augen gesplattet worden ist. Jo, machen wir weiter. So, ich bilde mir ein, da waren wir jetzt noch nicht. Da, glaube ich, war das da? Tada! Jo. Okay, da kommen wieder irgendwelche Facehacker mit Sicherheit. Das ist zwar gerade nicht so eine Autodoc-Einheit gleich da. Sicherheitsversiegelung aktiviert. Sicherheitsversiegelung. Ja, dann deaktivieren wir die Sicherheitssysteme deaktiviert. Zugang zu allen Abteilungen freigegeben. Achtung bitte. Sicherheitsverstoß auf Level 3, 27, 29, 14, 31 und 37. Bingo! Oder Lotto, je nachdem. Das kommt mir bekannt vor. Jahaha, genau. Da war das. Die Kisten kann man ja nicht hinmachen. Zumindest glaube ich nicht, ich möchte jetzt nicht unbedingt Munition dafür. Hergeben. Aha, okay, das funktioniert nur kurzzeitig, okay. Ich möchte nochmal ganz kurz hintere gehen, weil ja jetzt dieses Sicherheitsfeld wecker ist, oder dieses, die Sicherheitstüren sind jetzt da alle deaktiviert worden. Cool, super, super. Sicherheit. Da waren ja hinten welche. Und zu denen möchte ich jetzt hin. Wenn wir den Weg dorthin finden sollten. Was so viele Abzweigungen gab es ja da nicht. Also da war eine Tür, aber die ist so und so nicht aufgegangen. Und schon wieder die Taschenlampe, Taschenlampe. Schon wieder aus. So, da ist der eine gesplättet worden. Genau, da waren wir, glaube ich, überhaupt noch nicht. Das ist auch sowas, okay. Toll, dann lass mich mal raten. Jetzt mal kurz das Taschenlampe wieder. Lilip, lilip. Kommt da nix? Kommt wirklich nichts. Ich
So, da sind wir. Okay, cool. Aha, okay, also das ist jetzt die andere Seite. War da noch eine? Ich hab mal. Ah, das war das. Okay, da sind wir jetzt auf der anderen Seite von der Tür. Schon wieder ein Aufzug. Macht es euch aus. Hält der aus? Aber was? Die haben selber gerade so Pulsgewehre gehabt, aber kriegst keine Munition von denen. Na, na. Nein, ich finde schön, ja, Schrotflintenmunition cool, leibend, aber die haben keine Schrotflinten gehabt. Bei den anderen halt eben am Anfang, die haben auch alle nur so mickrige Pistole gehabt, ist eh klar, ist unendlich viel Munition, jo, pff, da kann man nichts einsammeln, das ist mir schon klar, aber da. I see you. Also ich kann ihn atmen hören. Ah, da oben. Ole, ole, Legolas, ole, ole. Aber wir haben... noch genug Munition. Achtung bitte! Sicherheitsverstoß auf Level 3, 27, 29, 14, 31 und 37. Die Sicherheit ist nicht so gut beim Militär, gell? Das war nicht schlecht mit einem Schuss, gell? Das kann nix. Ja, kommt auch nicht immer vor, dass ich ihn rechtzeitig noch abfetzen kann, bevor er zuschlägt. Thank you.
Mir geht's ja schon fast, ich möchte es nicht verschreien, aber mir geht's ja schon fast zu gut mit der Munition. Theoretisch vermisse ich einen Facehacker, weil das waren drei Eier. Also den vermisse ich jetzt nicht, der ist ja aus dem Ei gekommen. Aber da drüben waren es drei Eier und zwei Facehacker haben wir nur getroffen. Deswegen da hätte ich eigentlich gerechnet, dass der aus irgendeinem Winkel, dass der kommt. Warnung! Nichtmenschliche Lebensformen auf Level 29, 38, 40, 16, 12 und 43 entdeckt. Also auf ein kleines Zwischenspeicherl, kann nie schaden, im Gegenteil. Jo, gibt's was zum Erzählen? Ja, ich habe mir gedacht, also eine Sache für die Zukunft, jetzt nicht jetzt sofort oder was, aber ich werde diese schon mal Projekte, da werde ich noch andere machen. Und zwar sogenannte Schauen wir mal Quickies will ich einführen. Was ist das? Ein Schauen wir mal Quickie. Das werden Schauen wir mal Projekte. Wer wagt es, mich zu unterbrechen? Das werden Schauen wir mal Projekte, wo ich entweder im Vorfeld weiß, von wegen, dass ich dieses Spiel nicht, quasi nicht durchspielen werde. Will ich aber kurz schauen, ob das eine Tüdel da hinten aufgegangen ist. Nee, doch nicht. Ah, da ist ja nichts. Heilen wir auch nicht so blöd. Ja, also wie gesagt, was da zum Beispiel, also Hausnummer. Irgendwelche Kampfspiele zum Beispiel. Ich sage jetzt nur, nicht, dass ich es machen werde, aber halt eben, was weiß ich, wenn ich jetzt ein Mortal Kombat als Schauen wir mal Projekt machen würde, dann würde ich jetzt nicht unbedingt damit rechnen oder darauf schauen, dass ich das Spiel durchspiele, sondern da könnte sein, dass ich ein paar Fights mache und die Sache hat sich. Ist nur als Beispiel jetzt gemeint. Das oder ja, Spiele, wo ich einfach weiß, da komme ich nicht weit. Das habe ich mir vorgestellt. Oder unter anderem, wenn ich zum Beispiel ja, Amiga-Spiele oder C64-Spiele spielt, da gibt es ja, das ist ja auch alles unterschiedlich, weil gibt es ja auch am NES und sowas, jetzt nicht unbedingt bei neueren Spielen, Ankommen, außer bitte. vielleicht bei Indie-Spielen, dass Kühltank die im einfach nicht so RAID-Sektor lange 3 sind. geborsten. Sicherheitsversiegelung aktiviert. Okay. Und wenn ich da jetzt dahernehmen würde, zum Beispiel habe ich ja reviewed Robocop 1 am Amiga. Das, was quasi die Portierung war vom Atari ST halt eben. Das Spiel, wenn ich das durchspiele, dann brauche ich dafür
jetzt nicht, aber so 20, 25 Minuten, also nicht gerade die Welt. Und da, das wäre dann halt eben ein schauen wir mal, Quickie, weil das eben, das dauert nur eine Folge lang, oder von mir aus, lass mal ein Spiel halt eben eine Dreiviertelstunde dauern, dann würde sich das Ganze für zwei Folgen ausgehen und ja, weiß nicht, da hätte ich mir gedacht, dass ich das Ganze dann halt eben das unter, schauen wir mal, Quickie rennen lasse. Oder halt eben andere Spiele, wo ich weiß, da komme ich nicht allzu weit und da wird es nur ein, zwei Folgen geben. Oder bei Rennspielen zum Beispiel, wenn ich die jetzt da anspielen würde, Gran Turismo zum Beispiel, wenn man das durchspielen will, da braucht man ewig. Also doch nochmal speichern, oder? Habe ich nochmal gespeichert? Das ist das, wenn man redet. Sich nicht hundertprozentig aufs Spiel konzentriert. Miese Feuerfalle. So, die sind nicht aufgegangen. Gut. So, kurz, das war jetzt der Form vom Ding. Da können wir ja nicht rein, weil selbst das. Genau. So, jetzt haben wir das kurz gemacht. Jetzt haben wir nochmal speichern und fahren nochmal runter. Yeah. Aber wie gesagt, das habe ich mir halt eben vorgestellt, dass ich da irgendwann eben in der Zukunft jetzt nicht alles auf einmal, das bringe ich auch nicht zusammen halt eben, aber dass da halt eben dann, schauen wir mal, Quickies geben wird. Oder eben, wenn ich jetzt zum Beispiel auch einmal so 3DO spiele oder vielleicht Sega CD spiele oder also Sega Mega CD, dass ich da mal was herzeigen will. Achtung, bitte. Dann werden das halt eben auch so. Kühltank im Galley-Sektor 3 geborsten. Damit aufpassen, so, das kommt einmal ganz kurz. Was? Der hat in die Richtung, in die steht da drüben. Was soll der Blödsinn? Ich wollte nur nicht reingehen, weil das hat ausgeschaut, als wenn da noch irgendwo eins so deppertes Ei irgendwo rumsteht. Man muss mit Vorsicht davor gehen, aber nein, da muss der auf einmal durchrennen. So, den Blödsinn von zuerst, den muss ich ja nicht nochmal machen. Gehen wir nochmal in den Aufzug. Ja, den Geburtstag. Achtung, ja, bitte. Ja. Kühltank im Galley-Sektor 3 geborsten. Geborsten.
So, das nächste Mal rennen wir. So. 1, 2. Und weg. Ah, da war eins. Deswegen. Okay, Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Gut, da kommen wir nicht. Sicherheitsversiegelung aktiviert. Ich weiß schon, deswegen ist das Handding da. Oh, okay, da haben wir wieder mal einen Clown. Das wäre das Ende des Levels. Aha, und das wäre wahrscheinlich die andere Seite. Gut, pass auf, da wird sicher wieder gleich irgendwas kommen. Sicherheitssysteme deaktiviert. Auf der drüben Seite war da auch noch was. Jetzt würde ich mir wieder einen Speicherpunkt wünschen. Wenn ich nicht weiß, ob es. Ich glaube, den Knopf muss ich wahrscheinlich drücken, damit. Genau, damit das da weggeht. Klonraum. Sicherheit Alpha ausgeschaltet. Ist jetzt. Ich will ehrlich gesagt nicht dahin zurückrennen. Also Gartenzwerg, das sind genauso groß wie Menschen. Klonraum Sicherheit Beta ausgeschaltet. So, jetzt wird der Tempel zum 1. Ausreichend für Kommunikation. Kanal offen. Gut, und damit müssten wir eigentlich das Ende dieses Levels erreicht haben, oder? So, wenn man in einem bestimmten Abstand steht, dann funktioniert es. Yeah. Call. Ja, Replay. Ich habe 3 Klone zerstört. Ich muss wissen, wo die anderen 4 sind. Ich bin vor der Quarantänestation. Ich habe mich in Vater eingeloggt und 2 Klone sind auf dem Quarantänedeck untergebracht. Gut, ich werde sie finden. Sei vorsichtig. Auf diesem Deck wurden die Kreaturen festgehalten. Vater zeigt eine ganze Menge. Was?
nicht menschlicher Lebensform. Nun denn, muss ich sie auch vernichten. Sorry, ist jetzt gerade nicht sehr Ding in Character oder irgendwie sowas. Nur ich könnte jetzt eh die Replay nicht nachsprechen oder die Call oder was. Und ich glaube mal, wenn ich Frauenstimmen mache. Das können wir mal machen, halt eben in irgendwelchen lustigen, also bei irgendwelchen lustigen Spielen, aber ja. So, und das heißt, jetzt können wir da höchstwahrscheinlich weiter. Aber, wir haben jetzt da gerade gespeichert. Ich finde, das ist gerade wieder ein perfekter Zeitpunkt, damit wir das nächste Mal rausfinden. Jetzt, das müsste zu sein, genau. Da wird man weiterkommen. Sehr schön. Aber wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge von Schauen wir mal Alien die Wiedergeburt. Das wird dann Teil 8, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, wird das Teil 8 sein. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen bei Teil 7 von Schauen wir mal Alien die Wiedergeburt für die PlayStation 1. Schönen Tag noch, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das anschauen solltet. Mensch, bleiben geil. Tschüss, Baba.